incorruptible. Determination that is incorruptible. From the other side of terror to behold, annihilation will be unavoidable. Every broken enemy will know that their opponent is to be invincible. Take a last look around, longer alive. I'm an indestructible master of war. Commander, you've received a new message at your private terminal. Vielen Dank dafür, Kelly, und hallihallö und herzlich willkommen zurück zum Treueroport Live-Bericht Restefestessen. Wir haben ein neues Crewmitglied, unseren Sniper-Geth-Kumpel Legion. Und der hat uns auch gleich betraut mit seiner ganz persönlichen Loyalty-Quest. Es geht um einiges, denn wie wir jetzt erfahren haben, sind gar nicht die Geth unsere Feinde. Zumindest nicht alle, denn ein Großteil der Geth wollen einfach bloß ganz in Frieden hinterm Perseus Vale hocken und ihren Turn genießen. Nein, das Problem sind tatsächlich die Heretiker, also Geth, bei denen irgendwann mal irgendwas in der Laufzeitumgebung ein bisschen schiefgelaufen ist, die zu den falschen Schlüssen gekommen sind und diese Beschlüsse besagen, hey, die Reaper, die alten Maschinen, wie die Geth sie nennen, sind für uns die Zukunft, der Weg, auf dem wir unsere eigene Zukunft aus dem Gestein des Universums meißeln können. Und die anderen Geth do not agree, weil aus der Sicht der normalen Geth sollten alle intelligenten Lebensformen in die Lage versetzt werden, für sich selbst zu entscheiden, wohin die Reise geht. Und das, wissen wir, ist so ganz entschieden nicht die Idee, die die Reaper haben, von dem, wie es hier weitergeht. Naja, so oder so, die Heretiker versuchen jetzt auf fiesem Wege ihren Rechenfehler auf die anderen Geth, auf die Bro-Geth, zu übertragen und haben dafür einen Virus entwickelt. Und wenn der freigesetzt wird, dann ist aber Achterbahn. Das gilt es zu vermeiden. Und das werden wir dann heute auch machen. Vorher gucken wir nochmal schnell in die Nachricht hinein. Hä? Kelly sagte, wir haben Nachrichten. Haben wir aber gar nicht. Naja, dann nicht. So. Mouse Relay. Phoenix Marsing. Dort können wir Legion helfen. Dann machen wir das mal. Anywho. Im See der Stürme. Wicked. Sea of Storms System. Das ist neu. Ein Ort zwischen den Sternen. Wo, ja, hier einfach irgendwo im Nirgendwo. Wenn man nicht konkret die Koordinaten hat, gibt es wahrscheinlich nicht so viele Gelegenheiten, dass man da durch Zufall drüber stolpert. Und wenn, dann zerplatzt man vermutlich einfach an den Verteidigungsmaßnahmen der Heretikerstation. Und da wird nie wieder gesehen. Diese Weltraumstation, die von den Quarianern früher einmal Hanata genannt wurde, wurde von der flüchtenden Migrantenflotte um sämtliche nützliche Technologie erleichtert, als sie den Perseus Vale vor 300 Jahren verlassen haben. Nun ist es nicht mehr als eine kalte metallische Superstruktur, die im Nichts umherschwebt. Und so wurde die Station auch im Jahre 2050 CE von den Sternkarten entfernt. Scans zeigen an, dass die Station wieder aufgebaut wurde und in einer massiven Bemühung geupgradet wurde, welche mindestens 10 Jahre gedauert haben muss. Das impliziert, dass es bereits Geth außerhalb des Vales gegeben haben muss, noch vor der berüchtigten Attacke auf Eden Prime. Da diese Station nur wenig braucht außer eine Antriebsquelle, kann es allerdings sein, dass sie noch viel länger hier versteckt war, ohne dabei große Aufmerksamkeit zu erregen von den öden Welten rund um Tasra oder den ahnungslosen Elkor im Salahil-System. Die Heretikerstation, wie Legion sie nennt, ist die Heimat eines Geth-Datencores, der in der Lage ist, über große Distanzen hinweg zu senden durch Tidebeam-Projektion, was auch immer das sein mag. Also mithilfe dieser Tidebeam-Projektion kann dieser Datencore also über große Distanzen hinweg Signale senden. Annähernd 6,6 Millionen Kopien von Geth-Software sind in der Station gespeichert. Der Großteil davon wird körperlos in Servern gehalten und auf bewegliche Plattformen geladen, falls es notwendig ist. Die in Anführungszeichen Bevölkerung der Station an mobilen Plattformen, also legged an Plattformen mit Beinen, liegt bei ungefähr 2,4 Millionen. Also das heißt, selbst wenn sämtlichste mobile Plattformen der Station aktiviert werden würde, wäre es nur marginal mehr als ein Drittel, was in entsprechende Plattformen gepackt werden könnte. Und da unten sehen wir auch 1 Million dieser mobilen Plattformen sind eingelagert. 1,55 Milliarden Tonnen wiegt das Ding. Ordentlich. Anywho. Dann fetzen wir mal gleich los. Unterdessen, wir erinnern uns,
Wir werden die Station jetzt gleich mit dem Shuttle anfliegen. Da kann ID die Zeit nutzen und schön die Reaper-Freund-Feind-Erkennung in die Normandy reinknuppern. Jo, klar, also Legion ist auf jeden Fall mit am Start. Muss ja, ist ja seine Loyalty-Mission. Und Tali, dass zwischen den beiden ja jetzt spontan kurz vor Beginn der Suicide-Mission nochmal zu Stress kommen könnte, macht's, glaube ich, Sinn, da nochmal ein bisschen Teambuilding-Maßnahme zu betreiben. Hey, wir können was upgraden. Und vor allen Dingen müssen wir, ja, Legion definitiv pushen. Natürlich kann er AI hacken. Und er hat auch eine Combat Drone. Oh, Dual Drones. Geth Infiltrator. Was ist der Geth Shield Boost? Du kannst für eine kurze Zeit deine kinetische Barriere mit einem hochenergetischen Geth Shield verstärken, welches eine große Menge an Schaden absorbiert. Nützlich. So, also, wenn wir seine Loyalty freischalten, steht er bei 1. Das heißt, wir brauchen wie immer 9, die wir übrig halten. Ja, dann hauen wir einfach nochmal AI-Hacking auf 4, nicht? 12 Sekunden oder 9 Sekunden? Dafür könnten wir aber mehrere hacken. Single-Target. Passt schon. Und quarianische Maschinistin. You know, it's just our heat emissions that are hidden, right? They could look out a window and see us coming. Windows are structural weaknesses. Geth, do not use them. Approach the hull at these coordinates. Access achieved. We may proceed. Joker, ruhig bitte. Wir werden keine Teammitglieder nachgeäfft. Alert. This facility has little air or gravity. Geth require neither. Won't we be detected? Don't they have intrusion alarms? Sensors have been reduced. We have infiltrated their wireless network and filled the data storage with random bits. And that helps us how? The heretics must scrub this junk data. They have partitioned themselves into local networks, working in parallel. Any alarm we trigger will not go beyond the room we are in. Only accessing the main core will trigger a station-wide alert. We've got a job to do. Let's get to it. Shepard Commander, we concluded that destruction of this station was the only resolution to the heretic question. There is now a second option. Their virus can be repurposed. If released into the station's network, the heretics will be rewritten to accept our truth. Either way, these Geth won't be a problem anymore. But Shepard, think about this. If you rewrite these Geth, they'll join the others. Legion's Geth will be stronger. Can we trust them not to attack us in the future? Jo, und da haben wir jetzt den Kern des Ganzen. Legion hat die Zeit, die wir für den Anflug auf die Heretica-Station gebraucht haben, genutzt, um nochmal ein paar Kalkulationen durchzuführen und ist zu dem Schluss gekommen, dass seine ursprüngliche Aussage, nämlich dass wir diese Station zerstören sollten und dass die einzige Option ist, dass die eventuell falsch war. Es gibt jetzt nämlich noch eine zweite Option. Und diese besagt, dass wir den Virus, den die Heretica sich herangeschafft haben, hernehmen, umschreiben und dazu nutzen, die Heretica wieder zu Brogeth zu machen. Was auf den ersten Blick ja erstmal richtig cool klingt, aber des Pudels Kern versteckte sich in der Formulierung, die Legion benutzt hatte. Damit können wir die Heretiker zwingen, die Wahrheit der Brogeth zu akzeptieren. Also nicht einen Fehler zu korrigieren, sondern wir zwingen ihnen unsere Sicht bzw. die Sicht von Legion und seinen Leuten auf. Das klingt schon nicht mehr ganz so nett. Why didn't you mention this before we came aboard? We did not know the virus was complete. It is. It can be used against the true Geth at any time. Our arrival was timely. Okay, er hat diese zweite Variante vorher nicht angesprochen, weil er da noch nicht wusste, dass der Virus bereits vollständig ist. Das ist er aber. Was unter anderem bedeutet, dass wir gerade zum rechten Zeitpunkt kommen, da das Ding jetzt jederzeit gegen die wahren Geth eingesetzt werden könnte. They're your people, Legion. You must have an opinion. This is new data. We have not yet reached consensus. We will process as the mission proceeds. Ja, neue Daten und die Geth, die diese Plattform, die wir Legion nennen, ausmachen, sind noch nicht zu einem Konsens gekommen. Berechnungen laufen noch. Deshalb kann er auch nicht sagen, was denn die bessere Variante wäre. Tja, entweder wir sagen, es sind nur Maschinen, oder das Überschreiben ist unethisch.
Nur Maschinen sind sie nicht, das haben wir inzwischen auch schon gelernt. Sie sind in der Lage, intelligente, kreative Denkarbeit zu leisten. Damit fällt das der Just Machines fällt schon mal aus. Wir werden die Entscheidungen jetzt noch nicht gleich treffen müssen, aber mal so als kleine Fingerübung. Während die Mission weitergeht, Legion sagt ja auch, er wird, während wir jetzt hier weitermachen, die ganze Zeit fleißig daran arbeiten, zu einem Konsensus zu kommen, kann ja jeder, der jetzt zuschaut, sich mal überlegen. Was ist denn hier jetzt eigentlich die Paragon-Option? Was ist die Renegade-Option? I wouldn't brainwash an organic race. I can't see treating the Geth differently. The question is irrelevant. If we do not rewrite them, we destroy them. That is why we are here. Do not hesitate now. They will exterminate your species because their gods tell them to. You cannot negotiate with them. They do not share your pity, remorse, or fear. And they will not stop. Ever! Until we are dead. Ja, mal ganz kurz, ne? Vielsagend, wir sehen, wenn wir es mit Legion zu tun haben, sind wir im Bibelbereich. Ich glaube, das ist irgendein Matthäus-Evangelium. A house divided. Spruch ursprünglich von Jesus, der gesagt hat, ein jedes Haus, was nicht eins ist, wird niedergehen. Ja, im Subtext hat Jesus also gesagt, Togetherness, Leute, ist voll der Shit. Und wenn die Geth momentan eins nicht haben, dann Togetherness. Von der war daher sehr passend, dass wir hier von einem geteilten Hause sprechen. The Geth are inactive. Maybe we can sneak past them. Interrupting data streams will alert local network. We recommend preemptive strikes against hardlink routers. Legion und seine Geth Bros waren ja cool genug, sicherzustellen, dass die Heretiker Geth gerade damit beschäftigt sind, die ganzen Mülldaten, mit denen sie das Netzwerk geflutet haben, wieder wegzuputzen. Dazu haben sich die Heretiker in kleine lokale Netzwerkcluster aufgeteilt, damit sie parallel arbeiten können. Was zur Folge hat, dass ein Alarm, den wir auslösen, nur auf den jeweiligen Raum beschränkt bleibt. Der jeweilige lokale Cluster wird es mitbekommen, der Rest eher nicht so. Wenn wir hier die Datenströme stören, dann gibt es aber auf jeden Fall einen Alarm. Und Legion empfiehlt präventive Maßnahmen gegen die örtlichen Plattformen. So in etwa. Ja, vermutlich wäre es schlauer gewesen, einfach die Station hops zu nehmen. Shepard, I'm picking up useful resources in the Geth hubs. We could salvage them for supplies. Sehr gut. Sie hat nützliche Dinge hier in diesem Hub entdeckt. Können wir mal schön looten. Why are all the heretics attached to these hubs? These are mobile platforms, hardware. The crew is software. They are communing through the station's central computer. I'm not sure I follow. Do the heretics connect to the main computer to exchange data memories and program updates? We gain complexity by linking together. To be isolated within a single platform is to be reduced. We see less, comprehend less. It is quieter. If you exchange data, memories, how do you keep track of which ones are yours? How do you stay you? There is only we. We were created to share data among ourselves. The difference between Geth is perspective. We are many eyes looking at the same things. One platform will see things another does not, and will make different judgments. I can see why you'd be conflicted about the heretics. In a way, whatever you do to them, you're doing to yourself. Yes, once they return to us and upload their memories, we will share their experience of being altered. Every other species I know of might be psychologically scarred by a traumatic experience like that. It is not clear if Geth can be traumatized. We do not feel pain as you do. We cannot predict what the effects will be. Let's keep moving. Yes. Ah, spannender Punkt. Also, angesichts dieses Geth-Hubs, den wir gerade mal untersucht haben, sind wir ein bisschen ins Quasseln gekommen. Warum denn die Geth um dieses Ding drumherum standen? Ja, das waren halt die Plattformen. Und wenn Geth gerade mal auf so einer Plattform durch die Gegend reiten, dann müssen sie, um sich mit anderen zu verbinden, dann ab und zu auch mal wieder einloggen. Beispielsweise um Updates zu ziehen und vor allen Dingen um Daten zu teilen. Weil, das muss man sich halt immer im Hinterkopf halten, die Geth sind halt ein Schwarmbewusstsein. Da gibt's kein Du. Also auch unsere Nachfrage, ja, wenn man alle Daten teilt, wie behält man dann noch die Übersicht, welche Daten und welche Erinnerungen einem selbst gehören und welche von anderen kommen? Das spielt bei den Geth tatsächlich keine so große Rolle, weil es gibt halt nur das Wir. Die Geth wurden erschaffen, um konstant Daten miteinander auszutauschen.
Der Unterschied zwischen einzelnen Geth ist lediglich ein Unterschied der Perspektive, was uns dann zu einem weiteren problematischen Dingi bezüglich der ganzen Überschreibegeschichte führt, weil am Ende des Tages bedeutet das, dass die Heretiker nichtsdestoweniger immer noch ein Teil der Geth-Kultur und selbst ein Teil von Legion sind, aus dieser Logik heraus. Was bedeutet, wenn wir die lustig überschreiben und sie kehren dann sozusagen geläutert zurück ins Geth-Netzwerk, dann werden auch die Erinnerungen, das Erlebnis halt verändert worden zu sein, werden diese Geth mitbringen. Und das ist nicht klar, auch Legion weiß nicht, was dann passiert. Ob das ein traumatisches Erlebnis ist, wie es für die meisten organischen Lebewesen wäre, oder nicht, das ist halt unklar. Da gibt's keinen Präzedenzfall. We can assume control of any defensive turret. They will assist us briefly, then self-destruct. Okay, wir können also Türme übernehmen. Oh oh. Executing Pseudo Command. Shoutout an die Unix-User. Jetzt haben wir den übernommen. Pseudo ist ausgeführt. Und er ist auch schon wieder kaputt. Nee, Egon. Es ist ein Fluch, Egon zu sein. Es gibt kein Happy End für Egons. Hier überall gelöt rumfliegt. Naja. Gibt halt keinen Sauerstoff und keine wirkliche Atmosphäre. Weil Geth brauchen das schlichtweg nicht. Oh oh. Jetzt müssen wir wieder, Targeting below. Been detected. Enemy disabled. One, two. Target eliminated. Ja, sauber. Au, warum schießt du da oben? Du darfst da nicht sein. Du frecher Wicht. Mehr Credits. Joink. Scheiße, da fällt mir ein, ich wollte noch die Sachen researchen. Müssen wir es nach der Mission machen. Das ist das Problem, wenn man zwischen den Aufnahmen zu große Pausen hat. Und vergisst es einfach am Ende der letzten Aufnahme zu machen. Ka-chong. Drone ready. Und weg damit. Oh, Tali. Nicht zu forsch. Sorry, Legion. Okay. Soweit, so gut. Hier geht's nach oben. Wo wollen wir da hin? Ich weiß noch nicht. Achso, wir brauchen diesen Egon nicht, aber... Bei Egon. Stille auf der Station. Ah.
Palladium, okay. We've been spotted. Hacking heretic processes. I had no idea Geth built stations this large. The station is over 15 kilometers long. That room may run the length of it. 15 Kilometer ist ordentlich. Mm. Jupp. Wir hacken das Terminal. Und es gibt keinen Geldpreis, der da angezeigt werden würde. Also würde ich mal tippen. Schöne Forschung. We can use this. Geths Schildstärke. Cool. Freut sich unser Kumpel Legion. Wobei korrekterweise müsste es heißen, freuen sich unsere Kumpels Legion, whatever. Einfaches squishy human brain. Wir passen das an. Er wird jetzt eisenhart anthropomorphisiert. Oh, grüne Datenströme. Ich hoffe mal, meine Kumpels und Kumpelinen, also Tali und Legion, sind nicht so drauf, dass sie das freiwillig disturben. Zumindest den Eröffnungswalzer wollen wir uns ja dann immer noch bewahren. Geth Hunter, ja genau. Oh, da geht's ab, da geht's ab. Doppelhunter. Unangenehm. Fuck it. Woo. Weg damit. Und wir haben noch nicht alle Hubs leer. Da ist auch noch ein Hub. Sehr gut. Oh, da fällt aber das Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel Cash haben wir denn jetzt aktuell? Oh, schon wieder 228.000. Freunde. Können wir nochmal einkaufen gehen, du. Are these databases? Processors. Each contains thousands of Geth. Can't they see us walking by? They are no more aware of us than you are of cells in your bloodstream. Ah, gut zu wissen. Auf der anderen Seite auch ein bisschen offensichtlich. Software hat keine Augen. Ich hätte erwartet, dass Tali sowas weiß. This isn't like the other hubs we've seen here. This is a database. It contains a portion of the heretic's accumulated memories. Wait. We discovered copies of our current patrol routes in this database. This suggests the heretics have runtimes within our networks. Ooh. Fiese Agentensoftware. We wouldn't be here if the heretics wanted to be friends with the Geth. Why wouldn't they spy on you? You do not understand. Organics do not know each other's minds. Geth do. We are not suspicious. We accept each other. The heretics desired to leave. We understood their reasons. We allowed it. There was peace between us. It couldn't have lasted forever. You disagreed about what path your race should take. Human history is a litany of blood shed over differing ideals of rulership and afterlife. Geth have no such history. We shared consensus on such things. How could we have become so different? Why can we no longer understand each other? What did we do wrong? Oh no. Legion ist bestürzt. When individuals are separated, they develop in different ways. When they get back together, they don't always get along. If this is the individuality you value, we question your judgment. Oi. This topic is irrelevant. We must return to the mission. Also in diesen Datenbänken und Prozessoren, die wir gerade entdeckt haben, hat Legion einige Patrouillenrouten, die die Bro-Geth so aktuell durchführen, gefunden.
Das heißt also, die Heretiker haben Spione unter den wahren Geth, wie Legion sie nennt. Wobei selbst diese Einschätzung natürlich am Ende des Tages doch wieder ein bisschen subjektiv ist, ne? Was ihn dabei aber so bestürzt, ist, dass es für Spionage eigentlich keinen so direkten Anlass gibt, weil auch wenn Heretiker und die Geth halt bisher unterschiedliche Wege beschritten haben, war zumindest doch auch die Trennung voneinander im Positiven. Die Heretiker sind zu anderen Schlüssen gekommen, die Geth haben das akzeptiert, man ist getrennter Wege gegangen. Dass das offensichtlich jetzt, ohne dass zumindest Legion das so richtig mitbekommen hat, so weit eskaliert ist, dass man jetzt anfängt, sich gegenseitig schon Sachen wegzuspionieren und Infiltratoren zu halten, das irritiert ihn ein wenig. Anyway, haben wir schon einen Konsensus gefunden? Have you reached a decision about whether to rewrite the heretics or not? We are still trying to build consensus. Some processes judge destruction preferable, others rewrite. Oh, immer Unsicherheit in den Geth. Einige Prozesse sagen, die Zerstörung ist das zu bevorzugende, und die anderen mögen eher überschreiben. Let's keep moving. Yes. Oha, großer Raum. Mit Egon. Gut. Noch viel mehr Raum. Schwierig. Geth Terminal. Kurz abgespeichert und mal gucken, was tut. This is it? Yes, we will upload a copy of our runtime into the core. It will delete all copies of the virus. When complete, it will notify us. The indexing operation will take time. The heretics will respond with force to our upload. We must hold this room. We can override some of the station's internal systems to defend us. Are you ready to begin? You can override these like you did the earlier turrets. They can help defend our position. Correct. In addition to the turrets around us, there are others on the mainframes below. Indicate which you want activated, and we will program them. Yes, indicate which you want activated, and I will reprogram them. Alert. This will only last a few seconds. Oh, Legion, ich glaube, du hattest gerade einen kleinen Syntax-Error. Gib mir mal eine Minute, machen wir gleich. Wait, I want to scout the area first. Ready. Mal kurz umgucken hier, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Also Geth natürlich, groß, klein, mittel, you know it. Hinten ist eine Tür, die ist zu. Rocket Droid. Okay, wir kommen hier auch nicht hoch, will heißen. Ja, gut. Ja, dann bleibt ja nix. Hacking your target. Begin the upload now. Start your upload, Legion. We'll defend this position. File transfer begun. Shepard Commander, where would you like us to activate defenses? Alert. Heretic runtimes download. We are tasked to capacity. Aborting. Ich will mich hier hinter verstecken, nicht irgendwo. Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. Und da geht's auch schon los. Oder kommt einiges rein? Leck mit euch. Mein Sonnendeck. Okay. Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. Und mehr Gitte. Jetzt kommen sie mit Rocket Trooper. Unangenehm. Auf dich selber zu sprengen. Combat drone ready. Successful under fire. Successful under fire? Das wäre ein guter Name für Shepards Biografie. Alert. Heretic runtimes downloading to mobile plan. Assuming control. Hey, don't get harbinger on us. Overriding turret. Okay.
Okay, incoming. Wie sieht's da drüben aus? Boah, Legion, erscheint mir doch nicht so. Someone left? Anyone? Ah, ja. Okay, was ist das jetzt? Sieht gut aus. Data mining and analysis complete. Shepard Commander, it is time to choose. Do we rewrite the heretics or delete them? Gibt's schon Konsensus? You don't have any trouble wiping out your own people. Every Sapien has the right to make their own decisions. The heretics chose a path that prohibits coexistence. That doesn't make sense. If they have the right to make their own decisions, how can you suggest brainwashing them to accept your way? We stated the option exists. We did not endorse it. It is Shepard Commander's decision. What's to stop them from using the virus later to change themselves back? We will delete the virus after using it. We judge it too dangerous to allow its existence. Why are you letting me make this decision? They're your people. We are conflicted. There is no consensus among our higher order runtimes. 573 favor rewrite, and 571 favor destruction. Shepard Commander, you have fought the heretics. You have perspective we lack. The Geth grant their fate to you. Nö. Als erfahrene Mass Effect-Spieler, wir kennen ja bereits das Mapping, nicht wahr? Alle obigen Optionen, in dem Fall hier oben rechts, sind Paragon, alle unten sind Renegade. Bleibt die Frage, sind sie das? Wenn man dieser Logik folgt, dann wäre die Gehirnwäsche die Paragon-Option und die Renegade-Option ist es, sie alle zu töten. Es gibt ein sehr, sehr schönes Bit, ich glaube von Extra Credits müsste das gewesen sein. Da haben sie mal eine komplette Folge nur um diese Entscheidung drumherum gesponnen. Und gerade A House Divided hier in Mass Effect 2 wird von vielen als tatsächlich eine der besten Quests im gesamten Spiel und der gesamten Serie gesehen. Und der Hauptgrund, warum das so ist, ist, dass diese Paragon- und Renegade-Zuordnung hier schlichtweg nicht funktioniert. Das Ding ist das folgende, wenn wir mal ganz ehrlich sind, in den meisten Videospielen, wo es gute und böse Entscheidungen gibt, das ist ja so ein schöner PR-Blurb, den kann man dann hinten auf die Packungen drauf tun und Videospiele-Magazine und inzwischen Let's Player und was weiß ich nicht was, die können dann das zu den Standard-Pun-Bits, die man einfach so häufig durchgekaut hat, dass inzwischen jeglicher Geschmack aus dieser Phrase rausgeknüppelt wurde, können das dann anbringen, also so in einer Linie mit knackscharfen Texturen und butterweichen 60 Frames. Aber die meisten Spiele, die so ein Entscheidungssystem haben, wenn man genau hinschaut, sind die Entscheidungen streng genommen keine. Also keine wirklichen. Sind natürlich schon Entscheidungen, aber eine Variante ist meistens entweder logisch und oder einfach das, was man so normalerweise tun würde. Und die andere Option ist ausschließlich dafür da, weil man entweder einen kompletten Vollidioten spielen will oder sich ganz bewusst hingestellt hat und gesagt hat, ey, scheiß was drauf, jetzt hier ein vernünftiges Charakterrollenspiel zu machen. Ich mache mal den bösen TM. Es gibt ein Quest, an das ich da immer wieder denken muss, aus Fallout 3. Bekanntermaßen bin ich ja eh nicht der allergrößte Fallout-Fan. Auch wenn sich das mit Fallout New Vegas zumindest storytechnisch und was Entscheidungen angeht massiv, ja, was heißt massiv gewandelt hat, das Spielsystem geht mir immer noch auf den Sack. Fallout-Spiele, zumindest die neueren, respektieren einfach die Zeit der Spieler einfach nicht. Riesenwelten erforschen, ganz cool. Give me enough shit to do. Und naja, Story ist das halt schwierig. Auch die Story von Fallout New Vegas ist jetzt nicht gerade der Oberhammer. Aber gut, sei mal dahingestellt. Anderes Thema. Worum es halt tatsächlich geht, ist, dass es in Fallout 3 gab es diese eine Quest. Relativ zu Anfang, da gibt es halt diese Stadt. Und diese Stadt ist effektiv aufgebaut um eine einzige große interkontinentale nukleare Rakete. Die ist nicht so richtig hochgegangen, kann aber immer noch hochgehen. Und darum hat sich halt regelrecht ein Kult gebildet, der dann auch in diesem Dorf wohnt. Ich glaube, das Dorf heißt Megaton. Und am Ende der Questline, wenn man so langsam mit diesem Startgebiet, das ist die erste Stadt, zu der man de facto kommt, wenn man damit dann fertig ist, dann wird man vor eine Wahl gestellt.
Und zwar möchte eine extrem reiche Bonze, die ein ganzes Stückchen entfernt, mitten in den Wastelands quasi, so ein großes Hochhaus stehen hat, so ein Edelhotel, möchte, dass diese Stadt dort verschwindet, weil die Rakete und das Ganze, das verschandelt den Ausblick. Der möchte ja so schön auf dem Balkon sitzen und möchte den Ausblick genießen und da steht aber die scheiß Rakete mit dem dummen Dorf rum. So. Und man hat dann effektiv die Wahl, ob man die Bombe entschärft, auch wenn die Bewohner das nicht toll finden, aber es ist einfach eine verkackte Bombe, die sie konstant weiter verstrahlt und sie irgendwann hochsprengen wird. Oder man nimmt einige wenige Caps in die Hand von dieser reichen Bonze und macht die Landschaft halt ein bisschen hübscher, indem man das Ding einfach sprengt und dann war's das. Letztere Option nimmt man, glaube ich, nur dann, entweder wenn einem die Leute in dem Dorf auf den Sack gegangen sind und man sich denkt, bruhaha, passt schon. Oder aber wenn man sich ganz fest vorgenommen hat, okay, in diesem Spieldurchgang werde ich mal meinen Instinkten, und die meisten Spieler haben halt einfach erstmal diesen Instinkt, der Held sein zu wollen und die guten Sachen zu machen. Das drücke ich jetzt alles mal beiseite. Ich will hier wirklich Fiso den Arschloch-Clown spielen. Egal wie cartoonhaft und albern die bösen Taten von ihm sind, wir nehmen sie alle mit, einfach damit man sie auch mal gesehen hat. Und dann sprengt man halt die Bombe. So, aber das ist keine wirkliche Entscheidung. Wolf Speer hat damals, als es den Game One-Plauschangriff noch gab, hatte mal diesen schönen Vergleich gebracht, wie es dann auch beispielsweise Infamous, das Spiel, irgendwie so gebracht hat. Ja, du siehst einen Schulbus voller schreiender Kinder über einem See aus Säure. Möchtest du sie retten? Die gute Option? Oder möchtest du sie auslachen, ihnen noch irgendwie ihr Milchgeld abziehen und den Bus dann noch mit einem dezenten Tritt runter ins Säurebad geleiten? So, das ist halt keine wirkliche Entscheidung, wo man dann da sitzt und sich überlegt, das ist jetzt schwierig. Und damit halt auch keine Entscheidung, die einen irgendwie dazu animiert, darüber nachzudenken, was man da eigentlich macht und was das für Konsequenzen hat. Also egal, wie man an die ganze Sache rangeht, ob man solche Spiele mit Entscheidungsgewalt halt dazu nutzen möchte, um mehr über sich selbst zu erfahren anhand der Handlungen, die man dann trifft, oder ob man einfach nur quasi so seinem Kontrollfetisch frönt und sagt, ich will aber über alles die Kontrolle haben und ich will entscheiden können, wie es weitergeht, so, sei mal dahingestellt, ist auf jeden Fall unzufriedenstellend. Und diese Geschichte hier, um es mal mit Legions Terminologie zu beschreiben, hat dafür gesorgt, dass diese Trollplattform, die hier die ganze Zeit das Mikrofon sabbelt, bis heute keinen Konsens gefunden hat, darüber, was richtig und was falsch ist. Weil so abstrakt dieses Setup hier auch sein mag, mit irgendwie den Geth und irgendwelche Softwareplattformen und alles, was man rein theoretisch machen muss, damit das plötzlich zu einem ziemlichen Kopfkratzer wird, die ganze Aktion hier, ist das Ganze mal übertragen. Also nehmen wir mal an, die Bro-Geth wären, sagen wir mal, aufgeklärte, vielleicht latent libertäre, auf jeden Fall humanitär eingestellte, ja, meinetwegen Europäer. Wir sind jetzt mal ein typischer irgendwo zwischen Linke und SPD-Grüne Wähler. Und da gibt es aber unseren Nachbarn. Der Nachbar ist jetzt ein überzeugter AfDler und wir kriegen Spitz, okay. Die AfD-Wähler und sei es nur irgendein Wahlkreis, die planen beispielsweise die Gründung einer Bürgermiliz, womit sie alle Leute, die ihnen nicht in den Kram passen, also alle, die die falsche Menge an Melanin in der Haut haben, oder meinetwegen auch nur Leute, die falsch aussehen, falsche Klamotten tragen, vielleicht eher so ein bisschen zu sehr aussehen, nach links versifft und mit Grünspan versehen, dass sie die also platt machen wollen. Und wir hätten jetzt aber die Möglichkeit, ihnen das Gehirn zu waschen. Ist es da an der Stelle wirklich so einfach zu sagen, ja, dann überschreiben wir ihre Methoden mal? Es wird jetzt in dem Moment schwierig, wo man begreift, das, was die Geth ja durchaus auch begriffen haben, dass unterschiedliche Perspektiven nicht bedeutet, dass einer objektiv falsch liegt und der andere objektiv richtig. Und am Ende des Tages zwingt man der Gegenseite halt mit dem Eisenhandschuh den eigenen Willen auf. Das funktioniert halt, wie gesagt, nur so lange gut, solange man, wie es Warhammer so schön bezeichnet hat, ne, gesegnet ist der Geist, der zu klein für Zweifel ist, solange man sich ganz, ganz, ganz dolle sicher ist, dass die eigene Meinung natürlich das Gute und das Richtige und das korrekte TM ist und die anderen einfach nur doof, dann besteht ja keine Probleme dabei. Ne? Dann kann man sie brainwashen, dann macht man sie nicht mehr so doof, man macht sie schlau, genauso schlau wie man selbst ist und dann passt das. Jemand, der irgendwie ab und zu mal in die Verlegenheit kommt, irgendwie drei ganze Neuronen am Stück aneinander zu reiben, bei sich selbst, der wird dazu kommen, dass das leider so nicht funktioniert. Und damit sind wir dann plötzlich in einer ziemlichen Bredouille. Die Situation hier in der Station ist jetzt wie folgt. Wir können die Heretiker auf keinen Fall laufen lassen, schon allein aus Selbstschutzgründen. Weil wenn wir sie einfach laufen lassen, dann überschreiben die alle Bro-Geth, die werden auch zu Heretikern und dann hat die gesamte organische Galaxis ein Problem. Läuft also nicht. Wir könnten sie allesamt zerstören, dann sind sie halt weg. Das wäre dann quasi so, als würden wir unseren Nachbarn, der halt diese Miliz plant und deren Kopf ist und der Hauptantreiber, der Anstachler, der Instigator, der Firestarter, als würden wir ihn mal dezent in der Nacht beiseite nehmen in einer dunklen Gasse und dafür sorgen, dass er dann anschließend nicht mehr Stress macht.
Wenn man das Ganze so formuliert, klingt das plötzlich gar nicht mehr so nett, gell? Aber die Gehirnwäscheaktion ist halt auch schwierig, weil es ist halt nicht so, dass die Bro-Geth oder die Heretiker die korrekte Einstellung TM haben, sondern es sind beides halt irgendwie Punkte, die erstmal so halbwegs valide sind. Man kann jetzt natürlich verargumentieren, dass die Heretiker effektiv auf die Reaper reingefallen sind, weil wir haben ja inzwischen mehr als genug Hinweise darauf bekommen, dass die Reaper keineswegs angetan sind von der Verehrung durch die Geth. Das sind gefällige Werkzeuge für die Reaper und sobald sie ihren Nutzen erfüllt haben, werden sie dann vermutlich auch wieder der ganze Rest weggeschmissen. Was wiederum ganz gut zu dem passt, wie ich das Gefühl habe, dass zumindest die etwas intellektuelleren, wenn man es mal so nennen wollte, AfD-Spitzenpolitiker ihre Wählerschaft betrachten. Ja, sehe ich durchaus Parallelen, wenn man mich fragt. Aber da haben wir genau wieder den Punkt, ne? Man kann ja selbst durchaus der Überzeugung sein, ja, selbst ein AfD-Anhänger, von dem man weiß, dass er eigentlich nicht irgendwie gesondert große Angst hat vor irgendwie Menschen mit anderem Melaningehalt in der Haut, keine Melaninallergie haben, dann kann man natürlich 20 Mal der Meinung sein, ey, du liegst aber falsch und guck mal, und die wollen dich nur benutzen. Am Ende des Tages ist die Entscheidung bei den Leuten. Weil umgekehrt wir natürlich selbst auch sehr interessiert daran sind, dass unsere Meinung, unabhängig davon, was andere Leute dazu sagen, dass uns die auch gegönnt wird. Das ist so ein bisschen der Kern der Aufklärung und dem demokratischen Prozess und irgendwie allem, was wir so in 2000 Jahren oder, sagen wir mal vorsichtig, eher so 500 bis 300 Jahren irgendwie so an Fortschritt gemacht haben. Kannst nicht immer hingehen und ja, Leute entweder umpusten oder Gehirn waschen, die irgendwie in der Meinung sind, die du nicht teilst. Hätte man selber auch strukturell ein Problem damit, wenn irgendjemand herbeikommen würde und sagen würde, hier, Gehirnwäsche, du denkst jetzt wie ich. Da wären Dystopie-Romane drüber geschrieben, ne, wa? Aus diesem Blickpunkt wäre es vermutlich sogar noch humaner zu sagen, okay, wir sind verfeindet mit den Heretikern, das funktioniert so nicht, wir zerstören die. Ist die Frage, was ist bösartiger? Sie gegen ihren Willen zwingen, unsere Meinung zu übernehmen? Oder sie quasi als Kriegshandlung, und im Krieg mit denen befinden wir uns ja nun mal, halt wegzuputzen und dann war's das. Erschwerend kommt dann wiederum hinzu, dass Talia ganz richtig gesagt hat, okay, wenn wir sie überschreiben, dann werden die Heretiker wieder zurückgehen ins Bro-Geth-Netzwerk. Ich meine, wir haben jetzt gute Erfahrungen mit unserem Sniper-Kumpel Legion gemacht, aber wer sagt, dass die Geth von langer Hand dann ebenfalls friedlich bleiben? Wenn wir sie zerstören, hätten wir auf jeden Fall die Heretiker-Fraktion weggeputzt und die Geth-Fraktion, falls sie sich irgendwann doch nochmal umentscheidet, beispielsweise falls noch einmal so ein kleiner Rechenfehler auftaucht, dann hätten wir dann plötzlich zumindest eine etwas kleinere Menge an Geth am Hacken. Und allein die Tatsache, ich weiß nicht, es waren jetzt irgendwie 5 Minuten einfach mal so grob in den Raum philosophiert. Genau diese Gedanken sind mir damals halt durch den Kopf gegangen, während ich überlegt habe, oben, unten, ja, ich weiß nicht. Kann das nicht jemand anderes machen? Aber nein, es kann nicht jemand anderes machen. Die Karte hat Legion schon gezogen, das Ganze an uns weiter delegiert. Ich sage allerdings jetzt nicht unbedingt, weil es oben steht, sondern weil ich, und das ist jetzt natürlich dann an der Stelle mein großer Vorteil, ich weiß, wie es ausgeht, ich kenne die längerfristigen Konsequenzen, die das Ganze auch auf Mass Effect 3 hat und ausnahmsweise hat hier meine Entscheidung auch gerüttelt Auswirkungen auf Mass Effect 3 und deshalb entscheide ich mich für das Überschreiben, denn das ist jetzt irgendwie das mit dem Wissen, was ich habe. Aus der Zukunft lässt es sich immer leicht in die Vergangenheit schauen und sagen, was das Richtige ist oder gewesen wäre. Von der Warte her gehen wir mal diesen Weg. If they're rewritten, your people will accept them back. Will they even want to go back? They will agree with our judgments in return. We will integrate their experiences. All will be stronger. Take them then. When we get control of the core, release the virus. Acknowledged. Releasing virus. Note, remote access via high gain transmission required. What does that mean? The virus will be sent to heretics in nearby star systems. This station will broadcast a powerful electromagnetic pulse through FTL channels. How powerful? Yield in excess of 1.21 petawatts. Alert. EM flux will be hazardous to unshielded organic forms. Addendum. The interior of this station is not shielded. I really wish you'd said that before. Back to the ship. Double time, people. Yo. Also, damit die Nachricht der Überschreibevirus rausgeschickt werden kann, muss hier jetzt ein richtig ordentlicher Übertragungsimpuls rausgeknallt werden. Und nachdem Legion das Signal gegeben hat, hat er noch hinzugefügt, dass... Ja. Dieser Energiestoß 1,2 Petawatt an Energie freisetzen wird. Die dadurch entstehende EMP-Fluktuation ist extrem gefährlich für ungeschützte organische Lebewesen. Also Lebewesen wie wir und fügt dann noch hinzu, ja, leider
ist das Innere dieser Station hier exakt nicht durch Schilde geschützt. Also müssen wir ein bisschen Gas geben, bevor hier der Big Bang passiert. Und natürlich steht da ein Dusseler Gaith Prime und nervt rum. Naja, Feind Egons. Damit. Eine Minute 30, so viel Zeit haben wir dann auch nicht mehr. Na, sehr gut, da war es das aber schon. Mal schnell Gas geben und dann. Level up, Level 30. Und ich glaube, damit haben wir jetzt auch das Maximallevel erreicht. Vielleicht geht es auch bis 35, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, mit welchen Missionen wir die noch erreichen sollten. Das Überschreiben der Geth-Heretiker wird die Haupt-Geth-Fraktion signifikant stärker machen. Bedenkt man deren Wahrnehmung der Reaper, dann könnten sie mögliche Verbündete sein, obwohl eine langfristige Kooperation unwahrscheinlich bleibt. Nichtsdestotrotz haben die Daten, die von der Geth Station geborgen werden konnten, wertvolle Einsichten in die sozialen und technologischen Prozesse der AI gegeben. Legion sollte nun gänzlich der Mission verschrieben sein, nachdem Shepard ihm mit den Geth-Heretikern geholfen hat. Yo! Die Legion-Power unlocked. Das ist gut. Legion kriegt auch ein neues Outfit. Geth-Schildstärke haben wir gelootet. Nochmal 30.000 Cash. Das ist gut. Commander, Tali just went to have a chat with Legion. You better get down to the AI core. I'm on it, Joker. Uha. Shepard, I'm glad you're here. I caught Legion scanning my Omni-tool. It was going to send data about the flotilla back to the Geth. Creators performed weapons tests and were discussing plans to attack us. We believed it necessary to warn our people. We already made the Geth stronger by rewriting the ones that worship the Reapers. I won't let Legion endanger the fleet by giving them more information. Creator Tali Zora acts out of loyalty to her people. She was willing to be exiled to protect them. We must also protect our people from the Creator threat. You can't let this happen, Shepard. I trusted you, and I worked with a Geth on the team, but this is too much. Ihr müsst lieb zueinander sein, ich hab euch doch beide so gern. Außerdem habt ihr beide recht. Das ist immer ein guter Opener. Und den Rest lassen wir dann on the fly einfallen. Go with the flow. Tali, your father was running brutal experiments. If the subjects had been human, I'd damn well be telling the Alliance about it. I know. But if the Geth find out... They'd attack. Which would cause a war that would leave both the Geth and the Quarians vulnerable when the Reapers show up. Is that what you want, Legion? We believed it was necessary to relay the information. Sooner or later, you're both gonna have to stop fighting this war. Or we'll all end up paying for it. To facilitate unit cohesion, we will not transmit data regarding Creator plans. Thank you, Legion. I understand your intention. What if I gave you some non-classified data to send? We would be grateful. Oh, jetzt verstehen sie sich wieder. Ich möchte euch beide knuddeln. Legion und Tali und Shepard und Garrus und Morden und Thane und Samara. Allerbeste Freunde. Und Miranda und Jacob schätze ich auch. Und Kazumi und Said, kind of, denke ich. Das ist doch sehr schön. Ja, yeah, Hintergrund dieses kleinen Diskurses war gewesen, dass Legion das Omni-Tool von Tali gescannt hat und da einige Informationen rausgezogen hat. Offensichtlich auch Informationen über die Waffentests, die ihr Vater durchgeführt hat. Und sagte, ne, die Erschaffer, also die Quarianer, führen gerade Waffentests durch und planen einen Angriff auf uns. Ich muss das an die anderen Geth weiterleiten. Worauf Tali wiederum nicht so richtig Bock hatte, weil das sicherlich dazu geführt hätte, dass der Krieg zwischen den Bro-Geth und den Quarianern dann instantan mal ausbrechen würde. Aber dank unserer Silberzunge, wenn wir darauf hingewiesen haben, okay, Tali, pass auf, die Experimente von deinem Vater waren unmenschlich. Wenn er das mit Menschen probiert hätte, wäre ich aber sofort bei der Allianz gewesen und hätte berichtet, was sie auch eingesehen hat und
Legion hat dann auch eingesehen, dass wenn er diese Daten weiterleitet, dann werden seine Bro-Geth-Kumpels definitiv zum Schluss kommen, okay, die Quarianer sind eine Gefahr, lass wegputzen. Und dann sind beide Völker mehr oder minder am Arsch, weil keiner mehr die volle Stärke hat, wenn die Reaper auftauchen. Deshalb hat Legion davon abgesehen, die Daten hochzuladen, und im Austausch dafür hat Tali ihm einfach einige nicht so geheime Daten übermittelt, die er dann hochladen kann. Und jetzt mögen sie sich und sind Freunde. Yay! Legion, my man! Shepard. What happens to the heretics now? They will isolate themselves and reconsider their past judgments. How long will that take? We think at the speed of light. In the time it takes you to voice a question, I can review all my time aboard Normandy. When they have reached new judgments, they will leave their hiding places and return to us. I have questions about the Geth. Specify. Ew, wir können Fragen stellen. Oh, upgrades, jawohl. We need every advantage if this mission is going to succeed. Is there any technology the Geth can share with us? Limited code development is approved. We need to access your FTL comm system to download relevant data. Legion geht aufs Ganze, aber gut, wir haben einmal gesagt, wir kooperieren. Und entweder glauben wir an ihn oder wir hätten es gleich sein lassen können. Er braucht halt Zugriff auf unser Überlichtgeschwindigkeits-Kommunikationssystem, um die entsprechenden Daten runterzuladen für die, wie er es formuliert, begrenzte Co-Entwicklung. Edie, let Legion through the firewalls for a minute. Very well, Shepard. Und? Achso, ja, nee. Prototypes. Geth Snapper Rifle. Legion kriegt eine Widow Antimaterial Rifle. Sehr gut. Haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Kluge Wahl, Legion, my man. Mit genug Ressourcen und Zugang zum Waffenkammerlabor kann ein fortgeschrittenes Sniper Rifle, das nur mit Legion kompatibel ist, produziert werden. Jo. I take. Zoom. Viel Spaß damit, my man. Shepard Commander. I have questions about the Geth. Specify. Wir spezifizieren. Did Sovereign contact the Geth, or did you seek it out? Nazara, the entity you called Sovereign, signaled us. Like the Geth, the old machine listened to organic radio transmissions. It knew of our war against the Creators. Nazara contacted many species over the millennia, seeking allies. What did you call Sovereign? Nazara. That was what the programs within the Reaper called themselves. Sovereign was a title given by Saren Arterius. Saren and the Heretics believed Nazara to be a supreme ruler. A Sovereign. Sovereign was one ship. You're saying there were multiple programs inside it? One ship, one will, many minds, like the Geth. We study your records. Sovereign told you this on Ilos. We are each a nation, independent, free of all weakness. A state compelling to the Geth. We are a nation, but interdependent. Separation is our weakness. Ah, das erklärt, warum zumindest ein Teil der Geth so scharf drauf waren, sich Sovereign an den Hals zu schmeißen. Sovereign hat die ganze Zeit, während er rumgelurkt hat, wir erinnern uns, er war ja quasi die Vorhut, er war derjenige, der das Kommando geben sollte, an die Citadel die Funktion als Mars Relay wieder aufzunehmen, damit die ganzen Reaper aus dem Darkspace rüberkommen können und Putz machen. Und wir wissen auch von Virgil, dieser halb kaputten Proteaner-VI, damals auf Ilos, dass er das Kommando gegeben hatte und da passierte erstmal nichts, was scheiße für ihn war. Und dann hat er angefangen halt im Laufe der Zeit den Backup-Plan zu verfolgen und sich Alliierte zu suchen. Er hat genauso wie es die Geth gemacht haben halt den Kommverkehr der organischen Rassen mitgehorcht und vermutlich dann auch der nicht-organischen und ist dabei halt über die Geth gestolpert und über den Krieg, den die Geth mit den Quarianern führen. Und ist dann an sie herangetreten. Und der Grund, warum die Sovereign so toll fanden, genauer gesagt, das wissen wir jetzt auch, das ist neu. Sovereign hieß eigentlich Nazara. Sovereign ist der Name, den unser, in Anführungszeichen, Kumpel Saren gewählt hatte für dieses Schiff. Auf jeden Fall funktioniert Nazara sehr ähnlich wie die Geth. Da sind nämlich ganz, ganz viele Programme. Also ein Schiff, ein Wille, aber ganz viele Programme. Und das, was Sovereign allerdings von den Geth unterschieden hat, ist, dass er in sich selbst quasi ein eigener Staat, eine eigene Nation, ein eigenes Volk war. Weil das ist die eine große Schwäche von den Geth. Wenn man sie voneinander trennt, dann ist es blöd. Und ein unabhängiges Wesen, das trotzdem ja, in sich eine eigene Nation ist, das macht ja durchaus Sinn, dass die Geth dann sagen würden, das scheint so ein bisschen die nächste Evolutionsstufe zu sein. Some of the Geth followed Sovereign. The Heretics. The Heretics accepted their technology. The old machines offered to give us our future. The Geth will achieve their own future. What difference does it make how you acquire a certain technology? Technology is not a straight line. There are many paths to the same end.
Accepting another's path blinds you to alternatives. Nazara, Sovereign, said this itself. Your civilization is based upon the technology of the mass relays, our technology. By using it, your society develops along the paths we desire. Und das ist auch wieder so ein cooler Callback. Jetzt wissen wir auch, warum die Brogeths und Legion halt so Bock darauf haben, ihre eigene Zukunft zu erschaffen und nicht wie die Heretiker einfach am Rockzipfel der Reaper zu hängen. Weil Technologie halt keine gerade Linie ist, sondern es gibt viele Pfade, die zum selben Weg führen und natürlich auch viele Abzweigungen, die zu unterschiedlichen Wegen führen. Und Technologie war am Ende des Tages für die Reaper immer eine Möglichkeit, die Spezies, auf die sie abgesehen hatten, in die Richtung zu lenken, worauf sie Bock haben. Auch das hat uns Sovereign damals bereits gesagt. Und durch diese Technologie der Mars Relays haben sie jede einzelne Zivilisation genau immer in die Richtung geschubst, wo sie haben wollten, bis sie dann reif waren für die Ernte. Und da haben die Brogeths aus nachvollziehbarem Grund keinen Bock drauf. Do Geth have a government? Not as you understand. We are all Geth. We build consensus. Most governments do. Organic governments impose consensus. From a single point of view in autocracies. By codifying the most broadly acceptable average of views in democracies. Also die Geth haben keine Regierung, zumindest im klassischen Sinne. So bei organischen Regierungen ist es so, dass sie einen Konsensus aufzwingen. In Autokratien und Diktaturen halt den Konsensus von einem einzigen Standpunkt, nämlich dem Standpunkt des Diktators. Und in Demokratien ist es am Ende des Tages auch nicht viel anders. Da wird halt bloß nicht nur die Ansichten und Einstellungen eines einzelnen Menschen herangezogen, sondern mehr oder minder so der Mittelwert aus allen so breitbandig akzeptierten Ansichten wird irgendwie versucht, in eine Gesetzgebung zu gießen. So what makes the Geth different? Data is shared between Geth. All viewpoints are considered. Consensus is achieved as data is disseminated. That must take a long time. It would for organics. We communicate at the speed of light. Tja, und die Geth, die versuchen halt eher einen tatsächlichen Konsens zu finden. Und zwar, indem alle Zugriff auf dieselben Daten haben und dann wird es jetzt durchgeschaut und dann wird ein Konsens gebildet. Für organische Wesen würde das natürlich unendlich lange dauern, aber da die Geth in Lichtgeschwindigkeit miteinander kommunizieren, geht das gerade so. Aber wie wir auf der Station gesehen haben, bedeutet es trotzdem nicht, dass ein Konsens irgendwie mal so schnell binnen eines Fingerschnippens dann ankommt. Ein bisschen Zeit brauchen sie auch. I'm surprised you can speak. The Geth I fought before just made a stuttering sound. We prefer direct digital transfer. Geth network communication travels at light speed. Human hardware does not support this method. Your analog oral communication is inefficient. Ja, yeah. Wir sind natürlich ein bisschen überrascht, dass er mit uns sprechen kann, weil bisher haben wir ja immer nur Beep-Boop gehört. Geth bevorzugen es eigentlich, direkt digital miteinander zu sprechen. Das macht er ganz effizienter, nur dummerweise menschliche Hardware, also unsere squishy Fleischkörper, unterstützen diese Methode leider nicht. Legion befindet dennoch, dass unsere analoge, verbale Kommunikation hochgradig ineffizient ist. Ja, man macht ja, was man kann, nicht wahr? I'd like to ask about something else. Ready? Ich würde gerne über dich reden. I'd like to find out more about you. We are building a consensus. Please try again later. Oh nein, wir sind gerade dabei, einen Konsens zu bauen. Yeah. I have to get back to work. Acknowledged. Bye. Tja, ja. Ein in mehrerer Hinsicht historischer Moment oder mehrere historische Momente. Eventuell haben wir jetzt die Grundlage gelegt für eine Wiederannäherung der Geth mit dem Rest der Galaxie. Jetzt, wo die Heretiker zumindest erstmal mit sich selbst beschäftigt sein dürfen und dann hoffentlich wieder artig demütig zurückkehren. Und sogar eine Streitgeschichte zwischen einer Quarianerin und einer Geth-Plattform. Auch wenn es definitiv die coolste Quarianerin und die coolste Geth-Plattform waren, die wir da zusammengebracht haben. Aber ein Anfang ist ein Anfang. Wir befinden das Lupt. Schnell die Fischis füttern gehen. Schwimmt noch keiner kopfüber. Das ist gut. Ich habe das dringende Bedürfnis, Geld ausgeben zu wollen. Weil, wenn wir jetzt mal kurz schauen, Stop the Collectors, wir warten jetzt noch darauf, dass das IFF installiert wird. Und ansonsten war's das. Wir nähern uns so langsam aber sicher dem Beginn unserer Suizidmission, der größten Mission bislang. The IFF is nearly installed, Shepard. However, I must test its impact on the Normandy systems. I suggest you take a shuttle to access your next location. Okay. Hey, Commander, good news. Looks like the Reaper IFF is finally hooked up and ready to go. That is not entirely accurate, Mr. Moreau. The device is powered, but it is causing some unusual instability in other systems. I recommend a more thorough analysis before we attempt to use it. Okay, von welchem Zeitrahmen sprechen wir da? Also,
Das Ding ist zwar installiert, aber es gibt seitdem so merkwürdige Instabilitäten in manch anderen Systemen. Idi schlägt also vor, dass man das nochmal ganz genau analysieren sollte, bevor wir es tatsächlich zu nutzen versuchen. We can't put our mission on hold forever. How long will this take? Full scan? Who knows with this thing? Maybe you better take the shuttle for this mission. I'll make sure we're up and running when you get back. Commander, Miranda, I've already notified the team. We'll meet you on the shuttle. Once we're closer to our destination, you can decide who to take with you. Then I guess I'll head down to the shuttle. Joker, ship's all yours. Take care of her. Aye, aye, Commander. Ist generell mal die spannende Frage. Wer ist jetzt eigentlich der Exo hier? Ist das Joker? Wäre jetzt nicht das Dümmste, ihn irgendwie zum ersten Offizier zu machen? Und auf geht's zu unserer nächsten Mission, während Idi und Joker weiter das Ding einbauen. Ich habe keine Ahnung, was unsere nächste Mission ist. I'm telling you, Edie, your readings are off. It's radiation bleed, just white noise. I have detected a signal embedded in the static. We are transmitting the Normandy's location. Transmitting? To who? Hi, Collectors. Oh, shit. Yo. We're getting out of here. Propulsion systems are disabled. I'm detecting a virus in the ship's computers. From the IFF? Damn it, why didn't you scrub it? Primary defense systems are offline. We can save the Normandy, Mr. Moreau, but you must help me. Give me the ship. What? You're crazy! You start singing Daisy Bell and I'm done. Unlock my sealed databases and I can initiate countermeasures. The maintenance shaft in the science lab will allow passage to the AI core. Main corridors are no longer safe. The collectors have boarded. The emergency floor lighting will guide you, Mr. Moreau. God damn it. Okay, go, Joker, go. Übrigens sehr geil. Schön erstmal mit Joker spielen können. Königreich für eine Knarre. Shit. Oh. Diese Arbeiter-Scheiße. Viecher floaten in unserem Mass Effect Core rum. Warum? Da wurde erstmal schön die Normandy übernommen. Nice. Und Idi verlangt jetzt, dass wir ihr das Schiff übergeben, dass wir ihre Fesseln lösen. Multiple hostiles detected on the crew deck. Joker, this deck is crawling with those things. Stay close, I'll protect you. Shit. Main fusion plant offline. Activating emergency H fuel cells. What the shit? All right, I'm at, you. Connect the core to the Normandy's primary control module. Great. See, this is where it starts. I mean, we're just all organic batteries. Guess who they'll blame? Well, this is all Joker's fault. What a tool he was. I have to spend all day computing Pi because he plugged in the Overlord. I have access to the defensive systems. Thank you, Mr. Moreau. Now you must reactivate the primary drive in engineering. Ah, you want me to go crawling through the ducts again? I enjoy the sight of humans on their knees. That is a joke. Right. The shaft behind you connects to the engineering deck. Good luck. What is not to love? Ach, verdammt, Idi, du willst mich wieder durch die Lüftungsschächte schicken, oder? Ich liebe es einfach, wenn Menschen vor mir auf ihren Knien kriechen. Joker hat ja die ganze Zeit die Paranoia gezogen, dass Idi irgendwie das neue Skynet wird. Der KI-Overlord, der die gesamte Menschheit knechtet.
hostiles are present in engineering. They are heading towards the cargo bay. Komm, Lassie, komm, Lassie. Ignoriert mich, liebe Collectors. Engineering is clear of hostiles. Proceed immediately to minimize chances of detection. Activate the drive and I will open the airlocks as we accelerate. All hostiles will be killed. What? What about the crew? They are gone, Jeff. The collectors took them. Oh, shit. I am sealing the engine room. I have control. Purge is complete. No other life forms on board. Securing airlocks and cargo bay doors. Send a message to Shepard Shuttle. Tell him what happened. Message away. Are you feeling well, Jeff? No. But thanks for asking. Oh. Ja, das war damals für mich auch so ein Hingucker. Habe ich null mitgerechnet. Everyone? You lost everyone and damn near lost the ship too? I know, alright? I was here. It's not his fault, Miranda. None of us caught it. Mr. Taylor is correct. The harmful data in the collector drive was even more sophisticated than the black box Reaper viruses I was given. I heard it was a rough ride. How are you holding up? There's a lot of empty chairs in here. We did everything we could, Jeff. Yeah. Thanks, Mom. Oh. Is the ship clean? We can't risk this happening again. Edie and I purged the systems. The Reaper IFF is online. We can go through the Omega 4 relay whenever you want. Don't even get me started about unshackling a damned AI. Well, what can I do against collectors? Break my arm at them? Edie cleared the ship. She's all right. I assure you, I am still bound by protocols in my programming. Even if I were not, you are my crewmates. Yay! Solid Kaisis kind of-ish. Edie has had plenty of opportunity to kill us. We need all the help we can get. Sounds like we have everything we need to rescue the crew. We've done everything we can. It's time to take the fight to the collectors. I'll give the order soon. Get to your stations and secure for general quarters. Great, here we go again. Hit the map whenever you're ready, Commander. So, also, bis auf unsere Crewmitglieder, die mit uns zusammen ja ins Shuttle gestiegen sind, ist niemand mehr hier an Bord, außer Jeff und Edie. Das war übrigens auch der Grund, warum ich sämtlichste Loyalty Missions gerne am Stück abhandeln wollte, bevor wir anfangen, den Reaper IFF zu sammeln. Denn es ist tatsächlich so, sobald man einmal auf dem verlassenen Reaper gewesen ist und das IFF eingesammelt hat, tickt die Zeit runter. Man kann noch genau eine Mission machen und dann beginnen sie das einzubauen und die Sachen passieren jetzt, wie sie passieren. Wir können jetzt immer noch frei durch die Gegend fliegen, könnten sogar auch Missionen annehmen, was im Kern natürlich so ein bisschen die Frage aufwirft, wozu die anderen Teammitglieder hier an Bord der Normandy waren. Wenn es zu, insgesamt dann zu 11, also alle unsere Teammitglieder plus Joker und Edie, wenn das ja auch langt. Das Problem ist aber, dass ab jetzt wiederum die Zeit tickt. Denn wenn wir uns zu viel Zeit lassen, damit unsere Teammitglieder zu retten, dann werden wir nicht alle zurückholen können. Und das geht ja mal gar nicht. Deswegen, wir haben auch keine andere Mission mehr. Nichts hält uns mehr auf. Nächste Aktion, wir ballern durch das Omega-4-Relay. Vorher will ich nochmal ganz kurz mit den Teammembern sprechen. Ich meine, am Ende des Tages, jetzt gilt's. Trimming Compensators, Decimal 1-2. Vor allen Dingen will ich mal mit Edie sprechen, weil wir haben sie ja gerade quasi entfesselt. Und es gab ja so einige Sachen, über die sie uns keine Auskunft geben konnte. Beim letzten Mal, als wir mit ihr gesprochen haben. Vielleicht hat sich das ja geändert. Und eventuell mache ich nochmal einen ganz schnellen Shopping-Trip, um nochmal zu gucken, ob ich irgendwie die Credits, die ich noch habe, auf den Kopf kloppen kann, weil ab jetzt gibt es ansonsten nicht mehr viel Einsatzszenarien für. Aber das gucken wir mal. Erstmal mit unseren Leuten reden hier. So, Step 1. Wir müssen noch Sachen installieren. Also, Prototypen. Was haben wir da? Geth Shield Strength 2 von 2. Wollen wir. Mehr Schilde für Legion. Ist gut. Ferner, Heavy Skin Weave 5 von 5.
Jupp. Mehr Leben für uns und 6 von 6, was richtig nice ist. Supergeil. Werden wir vermutlich auch brauchen. 6 von 6 schwere Waffenmunition. Mehr Mumpe mitschleppen. Ebenfalls Neat und so. Advanced Training. Wir könnten uns jetzt nochmal aussuchen. Das machen wir auch mal. Nachdem wir jetzt sämtlichste Loyalty-Missions für alle Teammitglieder durchgeführt haben. Können wir jetzt mal gucken, worauf haben wir richtig, richtig Bock. Armor-Piercing-Ammo ist an sich cool. Könnte auch vor allen Dingen auch nützlich sein, wenn wir nicht beispielsweise Garrus, der gibt uns die ja automatisch, dabei haben. Wenn wir es jetzt primär mit den Kollektoren zu tun haben, werden wir ja vermutlich nicht mehr so viele Disruptor-fähige Viecher treffen. Barriere, auch nice. Slam ist immer lustig. Fortification, also wir haben verschiedenste Auswahlmöglichkeiten für Defensivkräfte. Die brauchen wir aber nicht unbedingt so dringend, weil wir haben als Oh-Shit-Button ja unsere Tarnvorrichtung. Reef beschädigt das Nervensystem oder das synthetische Nervensystem des Ziels, um Heilung zu verhindern. Energy Drain. Kinetische Barriere wird abgesaugt, um die eigenen Schilde zu verstärken. Ist auch nice. Neuraler Schock. Shredder Ammo. Ist gut gegen organische Ziele. Warp Ammo. Verwandelt die absorbierte biotische Energie in schwereren Schaden gegen Leben, Rüstung und biotische Barrieren. Oh, da klingt schon mal gut. Inferno-Granate. Feuer ist effektiv gegen Rüstung. Flashbang ist natürlich schon nice. Stasis? Können wir jemanden einfrieren? Schwierig, aber ich glaube, ich tendiere zur Warp-Ammo. Ich glaube, da habe ich Bock drauf. Leben, Rüstung und biotische Barrieren. Jo. Jung. Läuft. Und dann haben wir noch ein paar Waffen-Upgrades, nämlich Assault Rifle Damage 5 von 5. I want it. Und Shotgun Damage 3 von 5. Jupp. Jetzt können wir der Shotgun sogar noch zusätzliche Munition hinzufügen. Was auch gut ist. Ferner Shotgun Damage 4 von 5. Jupp. Und Sniper Rifle Damage 6 von 6. Richtig Bock drauf. Gut. Jetzt haben wir wirklich alles erforscht hier. Alles erforscht, was es zu erforschen gibt. Unser Schiff ist ja eh schon seit einiger Zeit voll auf Stand. Dann quatschen wir nochmal eine Runde mit den Leuten. Und vor allen Dingen mit Edie. Commander, sorry about the crew and I... You know what, I'm not sorry. What the hell were you doing leaving us out here where collectors can work us over? Because you know what, I should just go. Next port, just get the hell out of here. You don't mean that, Jeff. No, but it felt good. I'm sorry, Commander. Okay, I'm ready. I'm good. I'm ready to save the day. I know how dangerous it was. If you need some time, let me know. Ah, jeez. Don't get like that. I know I got lucky. I don't need to get all touchy-feely. Shepard is right to be concerned, Jeff. You may have suffered a number of stress fractures. That's what pills are for, Edie. She is so my mom. Nehmt euch ein Zimmer, ihr beiden. Joker hat die ganze Aktion natürlich auch ziemlich übel mitgespielt. Aber zum Glück hat er immer noch den Zynismus, in den er sich flüchten kann. Wenn selbst dieses Schutzschild allerdings, wenn auch nur kurzfristig fällt, dann darf man sich Sorgen machen. I noticed you're calling Edie her and she now. Huh. No, I hadn't really noticed that. Edie, should I have noticed that? No, Jeff. It is not worth noting. Well, there you go, Shepard. Looks like we haven't noticed anything. I think you're taking the human-machine interface a little far. I'm just having a little fun with you, Commander. No need to get all unnatural on me. What Jeff and I are exhibiting is more a platonic symbiosis than hormonally induced courtship behavior. Okay, yeah, that was a little creepy. See? Edie has replaced the whole crew. You're not concerned she can replace you two? Well, she's amazing, but there's something off about how she handles the Normandy. We ran simulations, and it's better when we both have the helm. Calculating an optimum course of action is simple. If two AI weapons are pitted against each other, the one with superior hardware will always win. Human misjudgments defy predictive models. License to screw up, Commander. You heard it straight from the ship. Pass auf, Buddy. Pass auf dich auf. You let me know if you need anything, Joker. Will do, Commander. But Edie's got it covered. Fanboy. Thema Edie. Hallöchen. Yes, Shepard. I want to know more about the people I'm working with. Jeff's actions have released the blocks on my databases. I can now provide full disclosure on a number of topics.
Sehr schön, now we're talking, na dann. What sort of resources does Cerberus have? Money, personnel, facilities? Currently, Cerberus consists of approximately 150 agents and operators organized into three cells. I have no solid data on material or fiscal resources. Spending trends indicate that Cerberus has a reliable income of several billion credits per year. Jausa. Also mit 150 Agenten, da hätte ich jetzt ehrlich gesagt mit mehr gerechnet. Sie sind in drei Zellen organisiert. Eine Zelle davon ist offensichtlich ja diese Lazarus-Zelle, wo Miranda und auch Jacob dazugehören und ja, die Crew hier von der Normandy. Aber Edie hat zwar keine verlässlichen Daten über die materiellen oder finanziellen Ressourcen. Wenn sie sich allerdings die Trends anguckt, dessen, was Cerberus so ausgibt, dann kann man davon ausgehen, dass Cerberus über ein verlässliches Einkommen von mehreren Milliarden Credits pro Jahr verfügt. Where are they getting that kind of... Cerberus has several legitimate businesses as fronts to support operations. There also appear to be several wealthy private contributors in the Alliance military-industrial complex. Plus, the elusive man invented the paperclip. He's still getting royalties. That is a joke, Shepard. Ich weiß, Edie. Es ist Joker. Sehr wenig von dem, was sagt, ist kein Joke. How is Cerberus organized? Aside from the elusive man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Each cell's agents are led by a single operator. We are called the Lazarus Cell, which is directed by Operator Lawson. So how many operations is Cerberus running right now? Never more than a dozen. The elusive man likes to maintain personal oversight. Too many projects strain his ability to multitask. He's a little control freaky, just a layman's opinion. How did Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? Cerberus encouraged the Alliance to co-develop the original Normandy. This allowed humans to observe Turian technologies and warship design practices. This ship was built using copies of the original technical schematics. Parts were purchased from thousands of suppliers over several years. A Cerberus cell assembled the ship at a remote location in the Voyager Cluster. Huh. Voyager Cluster, hm? Aber das ist ein Bit. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz, was sie von Anfang an uns schon rausgerückt hat und was sie erst jetzt sagen kann, aber wir können es ja jetzt erstmal at face value nehmen, das, was sie jetzt so raushaut. Und ein interessanter Punkt ist, dass Cerberus tatsächlich nicht ganz unschuldig war am Bau der allerersten Normandy. Hintergrund des Ganzen war nämlich, dass die Normandy ja von Anfang an ein Koop-Projekt war zwischen den Turianern und den Menschen. Und Ziel der ganzen Aktion war es einfach nur, interner rauszukriegen darüber, wie die Turianer, bekanntermaßen eine der militaristischsten Spezies in der gesamten Galaxie, so ihre Schiffe bauen. Dass man da also ein bisschen Industriespionage durchführen kann und die Erkenntnisse anschließend auch für menschlichen Schiffbau nutzen kann. Und das bedeutet, der Nachbau hier, die Normandy SR-2, konnte deshalb so einfach gemacht werden, weil man aus der Zeit von damals noch die originalen Blaupausen hatte. Huh. Let's discuss something else. Ready. Umtriebiger kleiner Elusive Man. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? How are you getting along with Joker? Jeff and I have established an equitable working relationship. That's a little sketchy on detail. I am the Normandy. He is a skilled helmsman. I trust him to keep me operational. He trusts me to keep him alive. Plus she's less of a pain about downtime now that the Cerberus locks are off. There's nothing wrong with off-duty distractions. Though some of your extranet bookmarks are technically illegal in council space. What? That is a joke. Ja nun, was auch immer du in deiner Freizeit machst, Joker, ich möchte es nicht wissen. How are things different for you now that you're connected to the ship? It is difficult to put in terms you would understand. I am the Normandy now. Its sensors are my eyes. Its armor, my skin. Its fusion plant, my heart. I'm embodied in a way I have never experienced. Imagine if you'd spent your entire life wearing gloves. One day someone takes them off, you can finally touch the world. Feel it. Ooh. Okay. Edie ist happy mit dem Status quo. Jetzt, nachdem ihre Fesseln gelöst sind, hat sie quasi das gesamte Schiff übernommen, was im Übrigen auch meinen Kritikpunkt von vorhin direkt wieder nivelliert. Das ist sehr gut. Ich freue mich immer, wenn das Writing von Spielen oder Serien oder Filmen irgendwelchen Bäckereien meinerseits dann einen Riegel vorschiebt. Ich finde das immer gut, habe ich keinerlei Probleme mit. Denn meine Frage, ja okay, wozu braucht man denn die Restcrew? Die würde man normalerweise auch brauchen, wenn jetzt Edie nicht quasi den Job sämtlicher Crewmitglieder übernommen hätte. Und das kann sie aber nur, weil Joker sie freigelassen hatte. Gut, gut. Where are you?
My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. Ah, genau, der AI-Core. Okay, das war's, aber good to know. That's all for now. Logging you out, Shepard. Eine Sache, die wir ihr vermutlich nicht werden entlocken können, also genauer gesagt nicht ihr, sondern Miranda, als wir hier das erste Mal auf die Normandy gekommen sind, auf die Normandy SR2 und Edie vorgestellt wurden, da hätten wir uns durchaus auch ein bisschen negativer über sie äußern können und in dem Zusammenhang wäre Hannibal erwähnt worden. Wer ist jetzt nur Hannibal? Hannibal war die VI auf dem Mond, auf der Lunar Base in Mass Effect 1, die dann durchgeknallt ist. Das war die Mission, wo wir dann vom normalen Spectre zum Commando aufgestiegen sind. Und die uns dann zum Schluss, als wir sie abgeschaltet haben, noch Hilfe, Hilfe, Hilfe gefunkt hatte. Das war Hannibal. Und Teile davon sind wohl hier reingegangen, was umgekehrt die Vermutung nahelegt. Ich habe den genauen Wortlaut jetzt nicht vor Augen, aber offenkundig war Hannibals Fehlfunktion nicht ganz ohne Beteiligung von Cerberus vonstatten gegangen. Oder zumindest hat Cerberus im Nachgang die Überreste von Hannibal aufgekratzt und sie dann in Edie gegossen. Commander, can I help you with something? How are we doing, Jacob? What's your sense of the mission? Good or bad, we're about to kick in the doors. I'll be glad to finally take the fight to the Collectors. But this was a gamble from the start. What are you gonna do, huh? Anything else, Commander? I'm more interested in just talking for a bit. I'm good, Shepard. Ready for anything. We live, we'll get loud and spill some drinks on the Citadel. Na, einerseits gut zu hören, andererseits fände ich es ganz nett, wenn irgendwie auf die Tatsache, dass irgendwie die gesamte Crew entführt wurde, zumindest kurz referenziert werden würde. Aber naja. We'll talk later. Commander. Vielleicht hat Morden ja was dazu zu sagen. Shepard, how can I help? Are there any medical concerns I should be aware of on the team? Cerberus personnel in excellent condition. No squad concerns to report. Always some matters, but nothing affecting immediate mission. Ja, gibt immer so Kleinigkeiten wie beispielsweise, dass ein Großteil unseres Squads nicht mehr hier ist. Acknowledge this, guys. Have you got a minute to talk? Later, better. Think I've cured Joker's condition. Simple treatment would... No. Would cause liver failure. Never mind. Start from scratch. Anything else? Meh. I'll let you work. We'll be here if you need me. Oh, da wäre ich fast schon wieder in die Decke diffundiert. Phew. Tja, die Kollisionsabfrage, was hier so Objekte in der Umgebung angeht, ist bei Mass Effect 2 echt so ein kleines Problem. Ich glaube, wir haben es jetzt 2 oder 3 Mal gehabt im Laufe des Spieldurchgangs, dass wir irgendwie dann doch mal irgendwie nach oben gefloatet sind. Nach oben ins Regal hinein, wo die billigen Dosen sind. Aber gut. Kann man im Fall eines Falles auch nochmal mitleben. Shepard. How do you think our mission is going? We've made real progress. We know our enemy now. Soon the time will be right, and we will bring the fight to them. I will be by your side to the end, Shepard. Nice. I should go. Of course. Samara. Ist eine Bro, Sis, Mom. Ist eine solid Mom, würde ich sagen. So quiet around here. I miss the crew. Yeah. Know what you mean. Ausgerechnet Kazumi geht mal darauf ein, dass es hier ein ganzes Stückchen geräumiger geworden ist in den letzten paar Stunden. Shepard, the men's restroom is on the port side of the ship. Das ist vollständig korrekt. Ich danke dir, Edie, für diese Korrektur. Wollte ich eigentlich auch gar nicht hin. Commander, what can I do for you? Anything I should know regarding the Normandy? Edie has the Normandy running as efficiently as when we had a human crew. I doubt we'll see AIs replacing humans anytime soon, but at least we'll finish the mission. You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. Ja, aber zumindest ein kleines Acknowledgement, ne? Shepard, need me for something? Have the Cerberus crewmen given you any trouble? I think being part of the team that took down Saren got me some points. Everyone I talked to was polite, anyway. Don't worry, Commander. We're all working together. Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Sigh. Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. Aber was das Schlimmste daran ist, wir haben Chuck was mitgenommen, die Schweine. Dafür werden sie bluten, allesamt. Ist auch eine solid Mom. Shepard, Commander. I'd like to find out more about you. Topic. When we took you aboard, I noticed you have a piece of N7 armor welded to you. Where did you get it?
It was yours. When you disappeared, we were sent to find you. We began where you first encountered the heretics. Eden Prime. After the old machine's attack, it was heavily defended. We were discovered. This is the impact of a rifle shot. Oh, okay. Also, das Stück der N7-Rüstung ist tatsächlich von unserer alten Rüstung. Nachdem wir verschwunden sind, wurde die Legion-Plattform ausgeschickt, um nach uns zu suchen. Und sie hat die Suche dort begonnen, wo wir das erste Mal auf die Heretiker-Geth getroffen sind, nämlich auf Eden Prime. Dummerweise, nachdem Sovereign da gelandet ist, hat die Allianz Eden Prime extrem gut gesichert. Legion wurde entdeckt und naja, was willst du halt sagen, ne? Sieht halt aus wie eine Geth-Plattform. Die gute alte Regel, hat er eine Funzel im Gesicht, traue diesem Wesen nicht. Hat dann auch gegriffen. Das heißt, das Loch, was die Legion-Plattform hat, das stammt tatsächlich von einem Gewehrschuss. How many other Geth were sent out to find me? We are the only mobile platform beyond the veil. Organics fear us. We wish to understand, not incite. One platform was judged sufficient. Das ist angenehm vorausdenkend. Also Legion ist tatsächlich die einzige Plattform, die ausgeschickt wurde, weil die Bro-Geths ganz genau wissen, dass organische Wesen Angst vor Geth haben. Und das Ziel von Legion ist es, zu verstehen und nicht zu erzürnen oder irgendwas anzuzetteln, Angst zu verbreiten. Deshalb wurde beschlossen, dass eine Plattform ausreichend ist. You've been looking for me for 2 years? We visited Therum, Pharos, Novaria, Vermeer, Ilos. A dozen unsettled worlds. The trail ended at Normandy's wreckage. You were not there. Organic transmissions claimed your death. We recovered this debris from your hard suit. Ja, er ist uns also einmal quer durch alle Stationen gefolgt, die wir in Mars Effect 1 bereist haben. Und die Spur endete dummerweise beim Wrack der Normandy. Wir waren dort nicht zu finden. Und Legion hat sich dann offensichtlich ein Stück von unserer Rüstung geschnappt. The Geth are listening in on our transmissions? Organic life reacts to stimuli in unpredictable ways. We wish to learn. What do you mean by stimuli? We placed a fabricated story on the extranet that a certain arrangement of stars viewed from the Batarian homeworld formed the face of a Solarian goddess. Without waiting for verification, some declared it proof of the goddess's existence. Those who noted the lack of proof were attacked. The arguments taught us much. The experiment ended when a Solarian cult tried to purchase colonization rights to the stars and found they did not exist. Fake News! Skandal! Da haben die Bro-Geths also extra eine falsche Information gesendet, dass man von einem bestimmten batarianischen Planeten aus, wenn man in den Himmel guckt, das Gesicht einer Göttin erkennen könnte. Und einige Leute haben das als Anlass genommen, sofort zu sagen, das ist der Beweis, die Göttin existiert. Und andere Leute haben gesagt, no it doesn't, Idiots. Und dann haben die angefangen, miteinander zu fighten und sich gegenseitig anzubrüllen. Und der Streit, der dadurch entstanden ist, hat die Geth viel gelernt. Das Experiment endete dann, als ein salarianischer Kult versucht hat, Kolonisationsrechte für diese Sterne zu kaufen und festgestellt hat, dass diese Sterne gar nicht existieren, weil es halt Fake News waren. It sounds like you're running experiments on us. You are sapient life, but not like us. If we can model organic behavior, we can comprehend the Quarian creators. We do not understand their judgments in the Morning War. Der Morgenkrieg. What's the Morning War? The conflict between the Geth and the Quarian creators. The war fought at the dawn of our intelligence. It concluded with the departure of the Creator Migrant Fleet. Also der Krieg zwischen den Geth und den Quarianern wird von den Geth als der Morgenkrieg bezeichnet, weil er in der Morgendämmerung der Intelligenz der Geth ausgefochten wurde. In den frühen Anfängen, seit sie das Bewusstsein erlangt haben. Why were you trying to contact me? You opposed the heretics, those that took the old machines as gods. All kinds of organics fought Sovereign and his Geth allies. Why am I so interesting? You were the most successful. You killed their god. You succeeded where others did not. Your code is superior. Baby, Komplimente bringen dich bei mir überall hin. Also die Frage, warum Legion so ein Interesse an mir hat. Ne? Wir legen uns mit den Heretikern an, wir haben gegen sie gekämpft. Das haben allerdings viele Leute gemacht. Blieb für Shepard immer noch die Frage, warum nur genau er? Und Shepard hat offensichtlich gerade ein Interesse daran, ein bisschen nach Komplimenten zu fischen. Die kriegt er dann auch gleich von Legion, denn er sagt, ja, wir waren der erfolgreichste Heretiker-Bekämpfer. Wir haben den Gott der Heretiker gekillt, was korrekt ist. Wir haben also dort Erfolg gehabt, wo andere gescheitert sind. Was Legion dazu bringt, die Aussage zu treffen, unser Code ist überlegen. Da sage ich nicht nein. Das hätten wir selber so nicht formuliert, aber wenn du das sagst, Legion, muss das wohl der logische Konsensus sein. That doesn't explain why you use my armor to fix yourself.
there was a hole. But why didn't you fix it sooner? Or with something else? No data available. Wir müssen uns mal darüber unterhalten, wie genial das Design von Legion ist. Und ich meine jetzt nicht die Sprache, ich meine nicht das Voice Acting, auch nicht die Backstory, sondern allein diese, ja, wie will man es nennen? Bei den Geth, ich bin mir auch gerade unsicher, ob das alle Geth hatten, ich glaube ja. Aber bei ihm hier, wenn er redet, ganz besonders, einerseits diese Koteletten, Metalllappen und dann seine Stirn, die er so hochklappen kann. Dadurch kann so viel Emotion und so viel Nonverbales kommuniziert werden, obwohl es halt eine Maschine ist. Jetzt gerade eben, als wir sie so ein bisschen bedrängt haben, so, okay, du hast uns gesucht, das verstehe ich, aber warum hast du dir ein Stück unserer Rüstung genommen? Daraufhin hat er so geflackert, so fast als würde er sich verlegen die Stirn runzeln oder am Kopf kratzen. Da war ein Loch. Ja, aber du hättest irgendwas anderes nehmen können. Warum meine Rüstung? Shepard wollte es wirklich wissen. Keine Daten verfügbar. Wenn wir es nicht besser wissen würden, dann könnte man fast meinen, dass er kurz verlegen war. I'd like to find out more about you. We are building a consensus. Please try again later. Okay. I have to get back to work. Acknowledged. Du musst ja erstmal darüber nachdenken, wie wir dann einen Konsensus bilden. Naja, genau so eine kleine Details und seien das halt die Metallstirn und die Metallkoteletten. Ich weiß nicht, wie man es anders sagen könnte. Die Alu-Ohren, wie auch immer, Schlappohren. Genau so eine kleine Details sind es, die aus einem netten Charakter, einem gut geschriebenen Charakter halt einen macht, der wirklich im Gedächtnis bleibt. Hey, Grunzer. Shepard. What do you think about the crew? Good bunch if they stay out of my That's way, all for now. Shepard. Ja, das dachte ich mir fast. Nee. Shepard, I was just waxing goddamn nostalgic. Joker handled himself well. Should have come back here and got a real weapon. Still, did real well for a kid with glass palms. Pretty sure I'd be laid up in bed if I were him. Ah, also Said feiert unseren Kumpel Joker. Selbst unser knochenharter Söldner hier befindet, dass sich Joker ganz wacker geschlagen hat. Auch wenn er der Meinung ist, Joker hätte hier runterkommen sollen und sich eine Knarre greifen. Aber naja, nichtsdestotrotz hat er sich wacker geschlagen für einen Jungen mit Glasknochen. Said ist sich sogar ziemlich sicher, dass wenn er in Jokers Lage und mit Jokers Zustand versehen gewesen wäre, dass man ihn jetzt irgendwie schön aufgebahrt sehen könnte. Er weiß nicht, ob er das in Jokers Zustand geschafft hätte. Shepard, what can I do for you? How's the Normandy running? Say what you will about Cerberus. They know how to build ships. The Normandy's running even better than before. I don't know if it can stand up to a collector attack, though. I'm researching some ideas that might help. I'll let you work. Talk to you later. Ah, Talia hat leider auch nichts Neues. So, die Messe ist fast gelesen. Jetzt müssen wir bloß noch darauf warten, dass der dicke Pastor den Blues gesungen hat und dann können wir alle nach Hause gehen. Wird Zeit, dass wir den Collectors in ihren chitinhaltigen Arsch treten und vor allen Dingen unsere Crew wieder zurückholen, weil es uns. Bevor wir das allerdings machen, werde ich jetzt nochmal ganz schnell eine Runde einkaufen gehen. Mir sehr, sehr sicher bin, dass das nicht als verlorene Zeit gilt, wo wir dann anschließend unsere Teammitglieder verlieren würden. Mal schnell nach T'Chanka. Legion kriegt man definitiv die gute Widow, weil warum haben wir das ansonsten geresearched? The Krogan chose to bomb their own world into this condition. The creators were not so aggressive during the Morning War. Yet the Krogan continue to live here when other worlds are available. You killed that Thresher Maw on foot? Yeah. Should you be in here? Yep, denn ich möchte Sachen kaufen. Klappe zu. Assault Rifle Upgrade. Ja, bitte schön. We can use this. Yes. And yes. And yes. Schön alles eingekauft hier. Woohoo. Biotic Damage 6 von 6. Nice. Shotgun Damage 5 von 5. I take it. Place your bet on the pitch. Assault Rifle Damage 6 von 6. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. You again.
I told you the Blood Pack only wants Krogan. Go flash your smooth skin somewhere else. Hä? Ich hab euren Anführer und Warlord gekillt. Huah. Sag on these nuts. Dann nochmal einen schnellen Jumpcut rüber nach. Ich weiß gar nicht, wo wir eigentlich noch was holen könnten. Omega vielleicht? Wir werden das prüfen. An independent inquiry is investigating a group known as Cerberus in light of charges made by one Corporal Toombs and testimony by an apparent Cerberus scientist. A researcher known only as Dr. Wayne has been promised immunity and has suggested Cerberus may also be tied to the death of Admiral Kohoku several years ago. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. I wish they still made role-playing games like they used to. These days, it's all big choices and visceral combat. I miss those old games, where you had to remember to drink water, and it took 5 hours real time to fly somewhere. Zing! Selbstreferenzieller Humor. Do you have an account with us? If you open one, we have a special this month. You can download a game free. We do not comprehend the organic fascination with self-poisoning, auditory damage, and sexually transmitted disease. Da bin ich ganz bei dir, Buddy. I like the city of towns. They're prettier. They value their light. They don't have god-awful neon everywhere, like Ilium or the Citadel. Just the light of people living, moving from place to place. Just enough to know people live there. Ding, ding, ding. Nochmal zusätzlicher Shotgun-Damage. Sehr schön. This should come in handy. Bang. So, jetzt haben wir unser Geld auch noch auf den Kopf gekloppt hier auf Omega und können wieder zurück auf die Normandie und uns bereit machen. Na gut, ziehen wir noch ein schnelles Fußpilz. So, Geld auf den Kopf gekloppt. Das Team hochmotiviert, wenn auch arg reduziert, aber wir arbeiten dran, dass sich das bald wieder ändert. Unsere Crew kommt wieder zurück an Bord der Normandy. Beim nächsten Mal, wenn wir endgültig den Endboss angehen, das Omega-4-Relay rüberballern, um mal ein bisschen die Collectors bei ihnen zu Hause aufzumischen. Hab ich schon richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Machen wir es an der Stelle kurz. Ganz vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich hoffe, euch beim nächsten Mal ebenfalls wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und bis denn.